Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und diese Kühlbox. In diesem Katalog, Seite 15, ist diese Kühlbox hier abgebildet und ihr seht das eventuell, die geht bei VW Bus, Mercedes Vito und anderen zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz zwischenrein. Geht aber nicht, wenn ihr einen Drehstuhl habt, dann müsst ihr die Box wieder rausnehmen. Oder wenn ihr eine Dreierbank habt, geht es auch nicht. Diese Box ist relativ klein, sie hat nur 15 Liter Volumen. Sie hat eine Breite von 24 cm und eine Tiefe von 56 und eine Höhe von 42 cm. Wir können hier den Deckel öffnen. Wir können hier, da steht noch was drin. Eine 1,5 Liter Flasche oder zwei 1,5 Liter Flaschen reinmachen. Was wir in die Box reinmachen, das verlinke ich euch am Schluss im Video. Zweitens gibt es einen Trageriemen dazu, den kann ich hier auf der Seite und auf der Seite hier befestigen. Und so kann ich das wie eine Handtasche mitnehmen, aber ehrlich gesagt ist nicht so praktikabel. Die Box hat keine Tragegriffe, die hat nur hier unten so eine kleine Vertiefung, da kann man sie so halten. Also so tragen ist vielleicht einfacher als mit dieser Trageschlaufe. Die Box läuft nur auf 12 und 24 Volt über einen Zigarettenanzünder. Hier empfehle ich auch hier bei dieser kleinen Box, den Stecker hier wegzuschneiden und direkt das Kabel auf die Batterie zu verdrahten. Wenn ihr die Box nämlich dann nicht braucht im Auto, dann braucht ihr sie zu Hause und dann geht die Übung los. Wo ist das Anschlusskabel? Ich musste jetzt zuerst eins suchen. Ja, das ist das Anschlusskabel. Ich habe auf der Seite, passt der Stecker hier rein. Und hier gehe ich dann mit diesem Netzgerät auf die Haushaltssteckdose. In Deutschland gibt es einen Schuko-Stecker. Aber ich sage mal, die meisten brauchen das Teil nicht, weil sie die Box nur im Auto betreiben. Und da habe ich den 12 Volt. Die Box ist auch relativ schnell kalt. In einer Viertelstunde haben wir bereits bei diesem kleinen Volumen ohne Inhalt die Temperatur von plus 5 Grad erreicht. Weiter habe ich hier ein Emergency, also ich kann die Box runterstellen auf Notbetrieb. Dann wird der Thermostat überbrückt. Die Box läuft dann auf Dauerbetrieb und erreicht Temperaturen von minus 25 Grad. Normalerweise geht die Box nur bis minus 18 Grad. Nur es ist eine Kühlbox. Und die Temperatur, die einstellbar ist, hat nichts mit der Leistung zu tun. Weil wir haben das Problem, wenn wir hier bei dieser Kühlbox minus 18 Grad einstellen, gibt es erstens hier Kondensat, Kondenswasser, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, weil die Isolation ist relativ dünn. Wir sehen, dass hier die Isolation ist ja nicht speziell dick, also wenn ihr richtig tief kühlen wollt, immer tief kühlen wollt, empfehle ich euch eine andere Box. Und hier sammelt sich dann auch Kondenswasser und dieser Deckel hier, das ist ein Moosgummistreifen, der zieht dann das Wasser und der friert hier euch auf dieser Kante an. Ihr könnt damit mal irgendwas Tiefgekühltes transportieren, aber es soll nicht eine Dauerlösung sein. Ja, das ist unsere kleinste Kühlbox im Sortiment. Was hier wirklich reingeht, das verlinke ich euch hier auf diesem Video, was da an Material reingeht. Und hier unten verlinke ich euch die Playlist von diesem Katalog. Da kommen alle Produkte, die in diesem Katalog sind. Das sind also 12 24 Volt Kühlgeräte für 12 und 24 Volt. Für den Camper, das Boot oder einen Schrebergarten oder eine Alphütte. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.